Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Waterdrop-Adventskalender. Das ist dieses Riesenvieh. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Waterdrop-Adventskalender wurde mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Denn dieser Adventskalender kostet normalerweise 129,90 €. Jetzt gerade ist er nochmal für 20 € reduziert, also quasi, also um 20 €, also auf 109,90 €. Und mit dem Code CLAUDI5 kannst du nochmal ab 25 € Bestellwert 5 € sparen. Also der ist ab heute 3 Wochen gültig. Viel Spaß beim Shoppen. Genau, das ist ein Adventskalender, der enthält keine Beauty-Geschichten, der enthält im weitesten Sinne Food tatsächlich. Und es ist in Kooperation mit dem Atelier Karasinski entstanden. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das bedeutet für diesen Adventskalender. Ein Produkt habe ich mir schon so, ich glaube, hier ist eine Wasserflasche drin und die kann ich aktuell sehr, sehr gut gebrauchen. Und genau, ja, ich bin sehr gespannt, was hier drin ist, Leute. Also das ist nicht leicht jetzt hier auf meinem Arm, obwohl die Produkte von Waterdrop ja winzig klein sind und super in Getränke reingemacht werden können, um sie einfach ein bisschen aufzupeppen. Habe ich tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal verwendet und ich werde auch diese Produkte hier alle verwenden und in meinem Aufgebraucht-Video davon berichten, wenn ihr möchtet. Genau. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Dieser Adventskalender hat übrigens nicht nur 24, sondern 25. Nicht nur 24, sondern 25 Kläppchen. So, genau. Hier sehen wir auch schon das Kläppchen Nummer 25. Aber wir möchten starten mit dem Kläppchen Nummer 1. Und ich glaube, ich stelle mir den in den Hintergrund oder nehme ich ihn auf den Schoß. Ich glaube, das macht wirklich mehr Sinn, wenn ich den so vor mir auf dem Tisch stehen habe. Weil ansonsten habe ich heute Abend Rücken. Das ist nicht gut. Okay, man kann die Kläppchen nicht so gut erkennen. Das ist für mich als Brillenträger normalerweise etwas schwierig. Aber hier hinten haben wir die Nummer 1. Oh, krass. Hier sind tatsächlich... sind hier 12 Dinger drin von dem Waterdrop Microdrink Relax. Das finde ich ja klasse. Das ist mit Hibiskus, Aronia und Acerola. Das hört sich sehr, sehr lecker an. Und hier sind scheinbar echt 12 Stück drin. Finde ich beeindruckend tatsächlich. Du gibst die einfach bei dir in dein Getränk, in dein Wasser. Und dann schmeckt es einfach ein bisschen besser. Und du bist animiert halt mehr zu trinken, was ich sehr, sehr cool finde. Open. Hallo? Open. Ach so, ja. Wenn hier oben dran steht, Claudia, dann solltest du es auch öffnen. Oh, nein, wie cool ist das denn? Das kann man halt so aufschieben. Und dann kannst du dir die einzelnen Dinger da rausnehmen. Das finde ich ja cool. Ne? Das freut mich. Und Relax kann ich wirklich gut gebrauchen. Einen Würfel in 400 ml kaltem Trinkwasser auflösen. Richtig geil. Dann gucken wir mal, wo wir die Nummer 2 finden. Oh, die Nummer 2 ist direkt da drunter und die ist voll groß. Das machen wir jetzt einfach mal zusammen auf. Boah, was ist das denn? Das ist ja riesig. Hier kommen wir zu der Kooperationsgeschichte, oder? Wie geil. Hier ist eine Tasche drin, Leute. Und die ist voll schön. Das ist so ein Peach. Die gefällt mir. Waterdrop X Atelier Karasinski. Hammer. Die kannst du hier oben auch nochmal zumachen. Das dürfte magnetisch sein, oder? Nee, mit einem Druckknopf. Aber hier, guck mal, von innen. Hammer. Finde ich echt Hammer. Aus Baumwolle und Polyester. Witzig, hier hast du halt das Design von dem Adventskalender nochmal drin. Ja, das finde ich ja cool. Dann haben wir hier auch noch Lifestyle-Produkte mit bei. Scharf. Und Sammy, wie mache ich das mit dem Beautybeutel? Komm ich hier so rein vielleicht? Jetzt schauen wir uns mal die Nummer 3 an. Das ist so spektakulär hier. Die haben wir hier unten. Und jetzt nimmt sie doch die ganzen Sachen immer hoch. Du hast hier übrigens auch in diesem Kläppchen, ich hebe es nochmal hoch, QR-Codes drin. Die könnte man abscannen, um dann noch weitere Produktinformationen zu kriegen, schätze ich mal. Das hier sind 3 Stück von dem Zen. Okay, einfach mal, um sich ein bisschen zu chillen. Ich finde diese Waterdrop-Dinger, die würden auch voll gut in so eine Yoga-Junkies-Box passen oder so, ne? Leute, ihr könnt euch mal unterhalten. Ich glaube, das wird ganz gut passen. Wonach schmeckt das? Sternfrucht, Zitronengras und weißer Tee. Das hört sich auch sehr, sehr lecker an. Und so schaut das aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich die ganzen einzelnen Viecher in so ein großes Bonbonglas packe
Und dann kann man sich dann immer draus bedienen, ne? Dass wenn man mal Durst hat, ich habe zum Beispiel Durst, kann ich mir das da reinmachen. Das finde ich voll gut. Hallo Sammy. Man sieht ihn, ne? Oh, ist er nicht niedlich? Ja. So, jetzt gehen wir mal zu der Nummer 4. Die haben wir hier. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir halt wirklich die Trinkviecher hier ausschließlich drin haben und vielleicht eine Trinkflasche. Aber jetzt hast du ja noch so Lifestyle-Produkte drin. Ich raste aus. Ne, Sammy? Das ist voll cool. Frauchen freut sich ein Keks. Was haben wir hier drin? Huch. Ach, cool. Das ist so eine Neopren-Geschichte. Die kannst du um deine Trinkflasche machen. Oder um die Trinkflasche, ne? Das macht am meisten Sinn. Und kannst sie dann irgendwo halt hinhängen. Das ist ja cool. Oder das ist der Beutel, wo ich dann die Water Drops reinmache. Mal gucken. Das finde ich schon mal schick. Das erinnert mich echt an so einen Taucheranzug, ne? Hier unten schön vernäht. Ist auch hübsch gemacht. Scharf. Hier steht jetzt nicht außen dran, was drin ist, aber man könnte jetzt wahrscheinlich theoretisch den QR-Code abscannen. Ich scanne den mal eben ab. Kleines Tutorial, wie man einen QR-Code abscannt. Öffne deine Kamera auf deinem Handy. Ich musste das letztens meiner Mom erklären, als wir zusammen essen waren. Beziehungsweise als wir shoppen waren tatsächlich und wir uns halt quasi registrieren mussten da beim Restaurant und dann einfach mit der Kamera über den QR-Code gehen, warten, bis die Kamera scharf stellt, dann öffnet sich automatisch so ein Feed und dann steht da automatisch auf diese Website gehen und dann wirst du über den Link weitergeleitet und dann steht da gleich irgendwas. Sammy, du kleiner Mann, schlawinerst hier rum. Okay, und hier steht Starter Set Glas. Ach, guck mal, hier sind sogar die Preise abgebildet. Du kannst dir das in einem Starter Set holen, dass du dir quasi ein paar von den Water Drops mit dabei hast. Dann hast du, ach, das, guck mal, ne, dann hast du eine Flasche mit dabei und halt diesen Überzug, weil das ist halt eine Glasflasche, ne? Das ist ein Schutz. Das finde ich cool. Vor allem hier, ne, recycelbare Verpackung und so, oder recycelte, FSC zertifiziert, sehr geil. Der Tag vor Nikolaus ist hier auf dieser Punkteseite. Push, 12 Stück. Mhm. Nero. Cool, das sogar mit Koffein. Das ist mit Brombeere, Kolanuss und Guarana. Ich glaube, das wäre etwas, was meinem Freund sehr, sehr gut schmecken könnte. Und du kannst es dir sowohl in stilles Wasser als auch in Sprudelwasser machen. Und wir haben ja einen Soda-Stream. Und ja, dann mache ich mir das einfach da ins Wasser rein. Voll geil. Nikolaus ist wichtig. Mal gucken, was da drin ist. Wieder eine Box. Boah, ist die schwer. Die ist richtig schwer. Krass, was ist da drin, Sammy? Guckt hoch, ne? Geil, das ist eine Kerze. Und hier hast du das Logo von Waterdrop oder von Atelier Dingenskirchen drauf. Voll schön. Mhm. Ist aber nichts Duftendes, oder? Ich rieche da nichts. Ist einfach nur eine schöne pastellrosafarbene Kerze, die super schwer ist. Das ist ja schön. Schöne Nummer 6. Da wird uns besinnliche Stimmung zu Nikolaus gegeben. Und jetzt gehen wir mal zu der Nummer 7. Also der Kalender macht mir Spaß, weil das halt einfach so, du weißt überhaupt nicht, was jetzt so kommt, ne? Weil das so unerwartet alles ist. Hier haben wir Glow drin. Okay. Das sind 3 Stück. Das schaut so aus. Und das schmeckt nach Mango, Kaktusfeige und Artischocke. Auf der Punkteseite befindet sich hier die Nummer 8. Kann man übrigens hier oben und hier unten einklappen und dann so öffnen. Da haben wir wieder so einen Karton drin. Ist jetzt aber etwas leichter. Hä? Oh, nein, wie geil ist das denn? Das ist eine Christbaumkugel, Leute. Das finde ich schön. Ne? Die mag ich leiden. Und vor allem hier voll edel eingepackt, ne? Ich habe erst gedacht, super leicht, ist da überhaupt was drin? Ja. Ich glaube, das ist Plastik und kein Glas. Oder, ne, halt, irgendwie ist ja auch, ne, weil sonst geht, das geht ja kaputt auf dem Weg sonst. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir hier solche Produkte drin haben. Hättet ihr damit gerechnet? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich meine, klar, bei dem Wert oder bei dem Preis für den Adventskalender, den man bezahlt, musste da ja irgendwas Spezielles drin sein. Aber da, das ist so, da hätte ich nicht mit gerechnet. So, jetzt gucken wir uns mal die Nummer 9 an. Die befindet sich wieder auf der Punktseite. Und hier haben wir auch wieder so ein schönes Schächtelchen drin. Ich glaube, dass diese Produkte auch zusammen mit dem Atelier Karasinski gestaltet wurden. Oder dass die da sich irgendwie haben von inspirieren lassen. Ich weiß es nicht. Aber das haben die echt cool gemacht. Cool. Das ist, ja, so simpel wie es ist. Aber das ist einfach mal ein Trinkglas. Und da kannst du halt dein Wasser reinmachen. Ist aus Glas, ne? Klar, ist ein Glas aus Glas. Ja,
Das finde ich schön. Finde ich richtig cool. Vor allem auch eine schöne Form. Und vielleicht haben wir ja auch zwei drin. Dann ist es halt eins für mich, eins für meinen Freund. Der Esel nennt sich zuletzt erst für meinen Freund und dann für mich. So, jetzt gehen wir in den zweistelligen Bereich. Und jetzt suche ich mal die Nummer C. Auch die ist im Punktebereich. Okay, ja, es ist Keksausstecher. Von Waterdrop, glaube ich dann, ne? Da kann man sich das Waterdrop-Logo mitmachen. Das ist irgendwie witzig, aber um ehrlich zu sein, braucht man das jetzt nicht unbedingt. Jetzt gehe ich mal zur ersten Schnapszahl, die Nummer 11. Und die habe ich auf der anderen Seite gesehen. Auf der, nennen wir es, Schachbrettseite. Das ist Defense. Da haben wir drei Stück von drin. Und das ist mit Cranberry, Hagebutte und mit Moringa. Das finde ich echt cool, muss ich sagen, ne? Dass wir da einmal so das ganze Sortiment von Waterdrop bekommen. Hatte ich tatsächlich auch erwartet in diesem Adventskalender. Aber ne, finde ich geil. Die Halbzeit, die Nummer 12, haben wir auch hier. Huch, ist aber groß. Alter, Berlin. Okay, das ist auch wieder ein Schächtelchen. Huch. Ja, falls wir es mal ein bisschen unterschiedlich haben wollen, haben wir einmal dieses Täschchen. Und jetzt haben wir hier noch ein Täschchen. Nennt man das Täschchen? Nein, das ist kein Täschchen. Ein Defender, ein Überzug, ein Strumpf. Nein, das ist, ich kann das nicht beschreiben, wie das heißt. Ne? Das ist einfach ein Überzieher. Jetzt gehen wir zu der Nummer 13. Die befindet sich hier. Das ist wieder ein Schächtelchen. Das hier ist eine Box, wo du wahrscheinlich deine Drops reinpacken kannst. Eine Dropbox quasi. Genau. Wenn du dann für unterwegs was mit dabei haben möchtest, ne? Das finde ich cool. Eine Dropbox. Läuft bei dir, Claudi. Deine Witze waren auch schon mal besser. Die Nummer 14 haben wir hier auf der Schachbrettmusterseite. Da haben wir wieder ein Dreierpack von den Fokus-Dingern. Von den Fokus-Drops. Und die sind mit Limette, Baobab, Baobab und Acerola. Das sind die hier. Ich glaube, Fokus, Defense und Glow hatte ich auch schon mal irgendwie in so einem Probierpack drin. Gut, dann schauen wir die Nummer 15 an. Die ist riesengroß wieder. Hier. Ja. Tada. Hier haben wir hoffentlich das zweite Glas drin. Das wäre ja cool. Es sieht von der Form schon mal so aus. Ach, finde ich das schön. Und du hast sogar unterschiedliche Punkte da drauf, ne? Das finde ich toll. Das ist jetzt mit einem dunkleren Punkt. Mega cool. Die mag ich. Das finde ich cool. So, jetzt gehen wir zu 16. Und die haben wir hier. Relax. Doch, die hatte ich doch auch schon mal. Weiß ich nicht. Das kommt mir so bekannt vor. Das schaut so aus. Und das ist sehr, sehr, wie das Design von dem Adventskalender ist, oder? Ja, das sind die gleichen Farben. Ist mit Hibiskus, Aronia und Acerola. Das sind die quasi, ne? Haben wir jetzt nochmal in klein. Deswegen kam mir das gerade so bekannt vor. Läuft bei mir. Oh mein Gott, die Nummer 17 ist echt groß. Und die läutet ja quasi die Weihnachtswoche ein. Also ich finde es mit diesen QR-Codes auch richtig geil, dass wenn man sich was nachbestellen möchte, dass man halt auch direkt dann auf die Homepage geführt wird, ne? Zu dem, wo man das findet. Sehr anwenderfreundlich. Und hier haben wir ein Nein. Einen Stiefel haben wir hier drin. Oh nein, das ist schön. Das finde ich richtig schön. Ne? Es ist schon vom Design her gewagt. Aber ich finde es schön. Wir haben Kamin, ne? Da kann ich sowas dranhängen. Wo wir jetzt schon in der Weihnachtswoche sind, sind wir natürlich mit besinnlichen Sachen im Kopf unterwegs. Da bin ich gespannt, was Waterdrop da für uns bereithält. Denn hier habe ich jetzt die Nummer 18. Und da haben wir Boost mit dabei. Das sind wieder drei Drops. Und das ist mit Johannisbeere, Holunderblüte und Acai-Geschmack. Ich freue mich schon ziemlich drauf, die Sachen zu verwenden, weil ich habe das noch in Erinnerung, dass die ich schon mal ausprobiert habe, super gut vom Geschmack her waren, aber nicht zu intensiv und vor allem nicht so irre süß, wie du das manchmal bei irgendwelchen Sirup-Geschichten hast oder so. Deswegen finde ich das ziemlich geil, einfach so als für mich, ne? Das finde ich super. Ziemlich geil als für mich, das finde ich super. Mhm. Gut, 19. Die haben wir hier. Wir haben wieder ein
Schächtelchen. Und in diesem Schächtelchen befindet sich, ja, ne, die dritte Flaschenverpackung. Wenn man halt einfach Bock drauf hat, mal die Designs zu ändern, ist es ganz schön, ne? Ich weiß nicht, da bräuchte man dann jetzt in der Theorie schon 3 Flaschen für. Ansonsten wüsste ich gar nicht, was macht man denn sonst damit, ne? Vielleicht, wenn das eine gerade in der Wäsche ist oder so, aber ist jetzt ein bisschen viel gerade. Weil ich glaube nicht, dass wir hier 3 Flaschen drin haben werden. Aber gut, jetzt gehen wir in den 20er-Bereich und suchen uns die Nummer 20 raus. Mittlerweile ist der Kalender auch auf einer annehmbaren Hochhaltegewichtsklasse. Wie auch immer, die Nummer 20. Ein Schächtelchen. Oh, das ist schwer. Das ist ja geil. Das ist richtig, richtig retro, ne? Und zwar sind hier so Topfuntersetzer, Untersetzer für auf Tischen, für auf Glastischen, ne? Und da hast du halt die verschiedenen Designs. Das finde ich cool. Das gefällt mir. Das mag ich. Wir haben zwar keinen Glastisch, aber sowas kannst du echt immer gut gebrauchen. Jetzt gehen wir hier zu der Nummer 21. Hier steht immer direkt, wenn du es rausziehst, ne? Drink more water. Du wirst direkt daran erinnert, dass du noch, also, ne, Wasser trinken sollst. Nochmal Wasser trinken soll. So, das wollte ich sagen. Die Vibe Edition. Mhm. Da sind auch wieder 3 Drops drin. Physalis, Rosmarin und Pfefferminzgeschmack. Mhm. Hört sich interessant an. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt gucken wir die letzte Schnapszahl uns an. Die Nummer 22. Die befindet sich hier. Hier ist ein grüner Punkt drauf. Das kann man hier so rausschieben. Das ist ja schön. Das ist dieses Produkt. Da muss ich mal gucken, was das ist, ne? Sieht aus wie ein Schlüsselanhänger. Ja, wie cool. Und dann kannst du dir da einfach für To-Go so einen Waterdrop reinmachen. Das ist ja witzig. Also sowas habe ich... Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, aber damals, als ich noch jung war, habe ich meine Milchzähne gesammelt und da hatte ich sowas Ähnliches. Für meine Milchzähne tatsächlich. Voll cool. Und jetzt macht man sowas für Waterdrops. Finde ich auch nett, ne? Und das geht nicht von alleine auf, weil, wie man merkt, ich habe gerade Spaß. Hier ist ein Magnet drin. Ne? Der hält das dann die ganze Zeit schön zusammen. Und dann machst du dir das einfach an deinen Schlüsselbund. Hast du immer einen mit dabei. Und erinnerst dich selber daran, Wasser zu trinken. Das finde ich gut. Die Nummer 23 befindet sich hier und das ist der Tag vor Heiligabend. Da hätten sie eigentlich Relax reinpacken dürfen. Wobei, hier haben wir nochmal ein 12er-Ding drin. Wow. Love. Oh nein, wie cool. Das finde ich schön. Weihnachten ist ja auch das Fest der Liebe, ne? Ach, ist das schön. Und da haben wir wieder 12 Stück von drin. Und das ist der Geschmack von Granatapfel, Goji-Beere und Schisandra. Sagt mir gar nichts, aber finde ich ja total schön. Oder? Das finde ich cool. Love. Heiligabend ist hier oben. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, dass da die Trinkflasche drin sein wird. Aber wir haben jetzt sogar 25 Kläppchen, ne? Ist ein Deckel. Ist das cool! Guck mal, das ist so eine richtige Transportverpackung. Oh, und da haben wir noch so ein Ding drin. Krass, das ist das 4. Also du hast 4 Designs von diesen verschiedenen Verpackungen, damit es halt nicht kaputt geht und du kannst es in dem Ding transportieren, immer mit dabei haben und finde ich toll. Und dann, oh, hast du dieses Design, voll schön. Mensch, das finde ich klasse. Da passt auch ordentlich was rein, wa? Weiß ich nicht. Ein Liter oder so? Übrigens voll mitgedacht. Die haben hier unten noch so ein ganz kleines Luftlöchlein. Damit, wenn man das so reinschiebt, ne, das sich sowohl gut rein als auch rausschieben lässt. Weil ansonsten, wenn man das nicht hätte, würde das wahrscheinlich so eine Art Unterdruck oder sowas bilden. Finde ich cool. Das ist halt ein... Oh, voll gut, ne? Eine gute Trinkflasche. Doch. Das gefällt mir. Das finde ich hübsch, das mag ich leiden. Und da fahre ich gerade voll drauf ab. So, jetzt kommen wir zu dem Zusatzkläppchen, die Nummer 25. Und da bin ich ja auch super gespannt drauf, was sich hier jetzt drin, upsala, verbergen wird. Ach, das ist ja praktisch ein Ersatzdeckel. Das finde ich cool. Und die Trinkflasche wird gleich mein Freund von mir bekommen. Da wird er sich sehr, sehr freuen. Er hat da einen mintgrünen Deckel. Mega! Leute, das ist ein cooler Adventskalender, oder? Also diesen Adventskalender würde ich als unerwartet mega geil bezeichnen. Nicht nur, weil ich den in der Kooperation bekommen habe. Da bin ich aber auch immer sehr, sehr ehrlich mit euch, das wisst ihr. Ich finde den Inhalt wirklich ansprechend. Ich finde den praktisch. Manche Sachen sind ein bisschen Spielerei. Klar, so ein Schlüsselanhänger oder, keine Ahnung, 4 von den unterschiedlichen Taschen oder so. Aber ich glaube, wenn man auch so ein bisschen
Bock drauf hat, sich darauf einzulassen, auf diesen etwas fancyeren Trinktrend, um das mal so zu sagen, ist dieser Adventskalender optimal. Also mir gefällt der wirklich gut und ich finde den auch mega praktisch. Also die Produkte, die jetzt hinter mir stehen, werde ich alle sehr gut verwenden können und entweder essen, trinken, ja, wobei essen nicht wirklich. Ich werde sie trinken oder halt ganz normal in meinem Leben verwenden. Vielen, vielen Dank an das liebe Waterdrop-Team. Das war echt eine ganz, ganz coole Nummer. So, auf der Seite sehen wir dann auch die ganzen Produkte, was quasi die Getränke angeht. Und wenn ich mich zur Seite lehne, sehen wir hier jetzt die ganzen Produkte aufgebaut. Ich mache mal so, weil... Oder so, ich weiß nicht. Das Licht stört euch ja immer, ne? Aber ich brauche es halt. genau, da sehen wir dann nochmal das ganze Sortiment, was halt quasi so im Adventskalender drin war. Plus dann noch die Socke, die wir hier an der Seite hängen haben. Schon cool. Also mir hat es gefallen. Ich weiß nicht, wie eure Meinung ist. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Waterdrop hat aber auch noch unterschiedliche Varianten von den Adventskalendern, die deutlich günstiger sind. Ne? Also schaut gerne mal auf der Homepage vorbei. Lasst euch inspirieren. Nutzt gerne, wenn ihr möchtet, meinen Code Claudi5, spart 5 Euro. Und ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!